Was unsere Freunde sagen. Wir lassen fliegen. Bin ich auch. Wow, 2 Jahre an der Popkiste geforscht. Gut, okay. Diese eine SCP war nicht so. Jetzt ein Monat hier hat mich komplett eingehalten. Und meine Aufgaben einzig und allein darin bestehen, Archivakten zu bearbeiten. Arbeit nie langweilig. Abgesehen von ein paar absurden Witzen, sind die meisten Archivgriffe selber fasziniert. Guten Halluzinationen. Das würde mich hier buchen. Tiefe, schleierhafte Stimmen. In Ansicht, anscheinend. Aber ich verstehe kein einziges Wort. Das hatte ich vor, einen Arzt aufzurufen. Sorry, Malte. Ich hätte das typische Neuling gesehen. Ein paar Tage von selbst wieder verschwinden. Ich hoffe, wirklich. Mal wieder an unseren Arbeitstisch. Machen wir alles drin, weil hier. So, SCP-300. Sicherheitsmaßnahmen. SCP-300 wird in einen geschlossenen, automatisierten Container Standort gelagert. Was Experimente mit dem SCP-300 durchgeführt werden sollen, dürfen Sie nur mit der schriftlichen Erlaubnis eines Forschers der Stadt. Sämtliche Beobachtungen sind zur späteren Analyse auf. SCP-300 ist eine antike Glasparfümflasche. SCP-3001, die mit etwa 2,4 ml einer nicht invertierten farblosen Flüssigkeit SCP-300-2 gefüllt ist. Einzelner Tropfen von SCP-3002 aus SCP-301 entnommen und der Tropfen durch die Fische Standardmikroskop betrachtet wird, kann eine animierte Szene erkannt werden. Bisher keine zwei Tropfen genau dieselbe Szene erkannt haben, besitzen diese Szenarien normalerweise die Form pastoralen oder Waldszenen an, die mit dem Fall des historischen Inlands einstimmen. Bisher sind alle Versuche, die genaue chemische Zusammensetzung von SCP-3002 zu analysieren, in unerklärlicher Weise fehlgeschlagen. Ich habe pro Meter extrem verschiedene und falsche Daten, was dazu führt, dass Versuche zur Replikation unmöglich wurden. Verdunstet unweigerlich innerhalb von 2 bis 8 Stunden SCP-300 entnommen wird. Trotz aller Versuche, die Zusammensetzung zu stabilisieren oder den Laborbedingungen anzupassen, wurde zum ersten Mal dokumentiert, nachdem es im Dachboden von einem Reihenhaus gefunden wurde. England am 1883. Überfall durch Agent der Royal Organisation, die für Sicherheit, Eindämmung und Schutz von anomalen Artefakten. SCP-300 wurde im Besitz von der SCP Foundation am 19. genommen. Thank you.
Man sagt, jeder Tropfen ist ein kleines Kilo. Andere Personen mit Sicherheitsstufe AXA sollten sich das Dokument 090B ansehen. Dokument 9090A. Experiment Notiz von Dr. Experiment 0012. Die Beobachtung läuft gut. Wir haben es geschafft, ein System zu entwickeln, wie man die Veränderung fast so schnell entstehen, aufzeichnen und analysieren. Wurde bisher kein Zusammenhang zwischen den Veränderungen und dem Weltgeschehen festgestellt. Experiment 0048. Wir haben heute ein 6-Segment-Anordnung auf der ersten Seite beobachtet. Es wurde notiert und verging ohne Zwischenfall. 2 Stunden später kam ein Assistent aus dem Pausenraum mit der Neuigkeit zurück, dass ein Tsunami im Indischen Ozean hunderttausende Tote forderte und beträchtliche Sachschaden anrichtete. Der Name ist zurzeit nicht bekannt, aber wir werden einen Augen drauf haben. Experiment 150. Unsere 120 Anordnungen auf der vierten Seite des Würfels und den 120 Unfallbericht aus dem Labor bezeichnen wir die vierte Seite als Fall und werden morgen Sicherheitsvorkehrungen einführen. Die Belegschaft wird darin abraten, Wetten auf den Ausgang der Anordnung abzuschließen. Experiment 172. Ein Sechsack. Sechs-Segment-Anordnungen trat heute Morgen auf. Der lokalen Seite auf. Zur Sicherheit wurden Standort evakuiert. 2 Stunden später von einer Eindämmungsbruch statt. Aufgrund der Evakuierung ist kein Verlust von Leben. Es wurde festgelegt, dass das Objekt Ereignisse vorhersah oder nicht verursacht. Die erste Seite wurde als global bezeichnet. Eine Aktualisierung zum Euklid-Status wurde beantragt. 240 begann unser heutiges Experiment mit dem Versuch, den Würfel selbst zu modifizieren. Als D-Klasse-Arbeiter versuchte eine Veränderung herbeizuführen. Kreierte SCP-090 sofort selbstständig eine 10-Segment-Anordnung in der oberen linken Ecke der Seite. Exakt 2 Stunden später durchbrach SCP seine Änderungen und Daten durch. Agenten und wurden während dieses Vorfalls ebenfalls verloren. Eben ohne Zwangsveränderungstest an SCP wurde verschoben. Eine Aktualisierung zu Kettestatus wurde genehmigt, da SCP-90 absolut fähig ist, Ereignisse auf eigener Faust zu verursachen. Doch Objekt ist wahrscheinlich empfindungsfähig. Die Kombination verschiedener Ausrichtungsmuster auf dessen Körper kann zu verheerenden Folgen verschiedener Ausmaße führen. Wird angenommen, dass eine komplette Vervollständigung des Objekts zu einer Katastrophe und nie dagewesen Ausmaß führen wird. SCP scheint die Fähigkeit zu besitzen, Ausrichtungsmuster aktiv nach Belieben zu verändern und Zerstörung herbeizuführen. Jo! Kann er wieder machen? Kurz und knapp sagen, SCP 090 ist ein Würfel. Seite 1, Zahl 1 sagt ihr an, die Welt. Und die vierte Seite sagt ihr an, so in der Art, ja, da und da passiert jetzt das und das. Das Artefakt muss in einer sicheren Bunke in der Einrichtung bei Standort gelagert und permanent von zugelassenen D-Klasse-Personen auch überwacht werden. Neue Anordnungen des Objekts sind jedes Mal, wenn es wechselt, bildlich festzuhalten. Neue Anordnungen müssen in der OT-Klasse Supercomputer der Einrichtung eingespeist werden. Die Versionsleitung muss jede halbe Stunde über Veränderungen und die aktuellen Einschätzungen informiert. Kein Personal darf SCP berühren. Es sei denn, es steht unter Befehl Blocky Cooks. Für die Überwachung von SCP wurden die ARX-Sicherheitsstufen erstellt. Personal ohne Axtfreigabe in der Einrichtung wird terminiert. Du brauchst keine Axtfreigabe, du wirst getötet. Wurde am 10. April 1900 in geortet und geboren. Von der Regierung befand sich SCP-90 in einer Kammer in der Nähe nahegelegenen Kathedrale. Hier wurde entfernt, die Kathedrale niedergebrochen. Die 6 Mönche wurden terminiert. Seit der Beerdigung im Standort untergebracht. Der ursprüngliche Standort des Objekts vor der Kathedrale ist nicht bekannt. Eine schwarze
kubische Struktur, 20 mal 20 cm. 20 mal 20 cm besteht aus einer unbekannten keramischen nach dem Testergebnis einsehbar. Moment 090B nicht angehangen, als unzerstörbar klassifiziert. Jede Seite ist in 10.000 einzelnen Quadrate unterteilt. Bin ich wie bei einem Rubikwürfel. 100 Segmente pro Kante. Jedes Segment ist 2 mm groß. Jedes Quadrat hat einen Teil einer Zeichnung in eine Oberfläche eingeätzt. Ätzung Glühweiß. Unbekannte innere Strukturen bewirken die neue Rohrsichtungen ein. Einzelne Reihe oder Spalte ungefähr alle 2,8 Sekunden. Vage Aufzeichnung der Anordnung des Objekts. Seit 1942 nach Christus geführt, doch gingen sämtliche Aufzeichnungen von vor 533 nach Christus verloren. Die moderne Technologie ermöglicht die Anordnung exakt wirklich festzuhalten. Beide werden von einer dünnen weißen Linie getrennt, es sei denn, denn sie sind korrekt zu den angrenzenden Quadraten ausgerichtet. Es gibt bisher 22 korrekte Anordnungen auf der Oberfläche des Objekts. Eine komplette Auflösung der korrekten Anordnung siehe 95. Die Hypothese aufgestellt, dass eine komplette Anordnung des gesamten Gegenstands eine beispiellose Desaster auslösen kann. Würde der Würfel, sagen wir jetzt, die Würfel wirklich komplett vollständig dann geordnet werden oder sich ordnen, ist die Welt im Arsch. Kurz und klar. Ja. Mimetik. Memen sind eine Art von Informationspartikeln, die über natürliche Eigenschaften in sich tragen. In den meisten Fällen sind welche. Die mittlichen SB ausgesetzt werden, sind wahrnehmen, besteht die Gefahr, davon beeinträchtigt zu werden. Zu Überraschung, mimetische SCP strahlen keine nachweisbaren Formen mimetischer Strahlung oder Fluide auf. Ein abnormales Phänomen tritt erst dann auf, sobald ein Mensch es wahrnimmt. Kurz gesagt bedeutet das, mimetische SCPs erst verstanden werden müssen, bevor sie abnormale Ereignisse hervorrufen. Am 22. September 1994 wurde der erste vollständige Entwurf von SCP-89830-Sekundensubjekt der Klasse D verabreicht. Anschließend die Sicherheitskammer Nummer 34 am Standort 12 angeschlossen wurden. Das ist ein Riesendecks. P898, eine mimetische Krankheit, die Agnes von Borsheim der Foundation entwickelt wurde.
Okay. Die Forscher haben sozusagen ein eigenes SCP erforscht, also gemacht. Wenn du das abbekommst, hast du ein paar Probleme. Also. Oh, nein. Ja, bin anwesend. Gibt ein temporares Archiv, das sortiert werden muss. Die anderen sind Einsatz. Also muss das immer. Okay, wenn es so hohe Dringlichkeit hat. Cool. Du hast zwar nicht die Stufe, sollst du trotzdem machen. Dann schmeiß mal das Ding rüber und gucken, wie schnell ich tot bin. Nicht den Kopf verlieren, das ist ein guter Hinweis wahrscheinlich. Bewusstsein instruiert zum Operationsaufzeichnung, Timer, Ausführung, Person D674, Mike Donnet. Operationsobjekt SCP-239, angewandtes Gerät, was? Synapse, vor. Die Operation wurde am 26. März 2005 durchgeführt. In dieser Nacht, also Bewusstsein und so meine Aktion SCP-239-01. Dieser Bericht ist sehr ausführlich.